Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Kanal Tyrannets Play. Wir spielen heute den Train Sim World 2 Simulator. Wir sind in ICE 3 unterwegs nach, müsste genau Aachen Hauptbahnhof sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau. Wir fahren wieder mit sämtlichen Sicherungssystemen. Die schalten wir hier einmal kurz an. Ich weiß nicht, ich habe sie dann abschalten. Müsste jetzt alles an sein. Genau. Wir verdunkeln einmal die Lounge. Und dann liegen die Türen auf der Seite eigentlich. Auf der rechten Seite. Rüst uns den Zug so weit auf, halt Schotter an. So, das müssen wir. Machen wir sie noch ein bisschen Licht an. Geht mal. Ich mal kurz rum mit Spannung. Jetzt geht Propelle. Das war die Dinge. Ja, einmal Türen lösen können. Der ist auch schon nach vorne. Und dann geben wir das. Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im ICE 3 der Deutschen Bahn Richtung Aachen Hauptbahnhof. Wir weisen nochmal freundlich darauf hin, dass während der gesamten Fahrt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend ist. Vielen Dank für Ihr Verständnis und nun eine angenehme Reise. Ihre Deutsche Bahn. Ich muss gleich mal hier auf Sie ein. Und da ist die erste Zwangsbremse. Das war eine Sache eigentlich. Das ist da nicht mehr. Können wir ein bisschen neu nehmen? So ein tausend Jahre oder so gehabt, vielleicht habt ihr es gesehen gehabt. Falls ihr irgendwas in der Aufnahme gesehen habt, wo der Fehler lag, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. So, wir mal schauen. Ja, ich brauche schon gesagt, tut mir halt nicht. Mal ganz schnell super drücken, wo da noch irgendwas passiert mit der so auf ist. Nee, irgendwie 4, 8 sind es gleich, ich bin das jetzt richtig. Schonigen. Und da war es geknallt für die 8. Im Spiel ist es so, wir haben jetzt hier schon 80er Tafel gehabt, aber der ganze Spiel muss auch wieder fahren. Bevor wir das sofort auslösen. Das Spiel auch hat das gut erkannt, das können wir auch voll gut stellen, weil wir jetzt alles wieder auf die Regeln. Genau. Ja, jetzt können wir alle hier. Volle Kanonen, denn wir wurden ins LZE in die linienförmige Zugbeeinflussung aufgenommen. Das bedeutet, wir müssen jetzt auch nicht mehr achten, solange hier ein 9900 steht. Das macht der Zug alles von alleine. Wir müssen nur noch anhalten und macht dann gleich, wenn es aufhört. Und
steht noch auf die FIFA 18. Die schalte ich mal kurz aus. Denn die geht einmal kurz in den Zug. Den wird ich euch auch noch zeigen. So einmal auf. Man sieht extrem gut nach, schade, dass die Monitor hier nicht funktionieren. Normalerweise gibt es hier oben auch noch eine Anzeigetafel, die aber irgendwie auch nicht umgesetzt wurde. Genau, wir fahren jetzt hier Richtung Köln, Aachen und dann Richtung Frankfurt am Main, Hauptbahnhof. Hier kommen wir mit C. Hier gibt es eine schöne Ruhebereich für alle diejenigen, die es drüber mögen. Das ist auch noch mit einer der wenigen Züge, wo es das überhaupt noch gibt. Mittlerweile in den meisten ICEs gibt es diese Ruheabteile nicht mehr. Aber in dieser Art sind sie noch vertreten. Genau, hier haben wir noch mal so einen Ruhebereich, wie ich jetzt sagen, weil wir gleich da sind. Nehmen wir, obwohl, wir gehen noch einmal hinter den Bottas fahren, was hier gleich ist. Nach der ersten Klasse. Ist auch sehr schön nachgestellt, nur dass hier das Sonne runter ist und nichts. Verkauft der Tipp von ist der Schaffnerbereich. Den geht jetzt nichts an, denn wir müssen den Zug steuern und genau das machen wir jetzt auch wieder. Wir übernehmen den Platz des Lokführers wieder. Und dabei Triebwagenführer. Einmal durch die erste Klasse durch. Und dann sind wir plötzlich mit dem Bürger. Hier einmal auf. Und setzen uns wieder hin. Nachdem wir das hier geschlossen haben. Schalten die LZB wieder zu. Die kennt ihr auch gleich. Man sieht, er beschleunigt selbstständig. Wir können uns jetzt eigentlich bis Abend zurücklehnen und warten, bis wir dann da sind, was demnächst passieren sollte. Ich glaube, in der Realität fährt man eine halbe Stunde. Ich bin ja nicht so weit, ich fahre, oder ich bin diese Strecke noch gefahren. Ich fahre eher andere Strecken. Ihr braucht sie aufpassen, wir werden uns gut umgehen. Ich war eher die Strecke, die über Erfurt fertig war. Ich aus der Nähe von Erfurt komme und deswegen, wenn wir irgendwo hinfahren oder hinfliegen im Urlaub, was ja gerade leider nicht möglich ist. Ist aber auch gut so, dass jetzt auch der harte Lockdown geschlossen wurde. Genau, also mal fahren ist Richtung Frankfurt oder Berlin. Das sind eigentlich die zwei Richtungen, die ich verfolgt habe. Und dann bei uns im Ort oder bei uns in der Nähe, falls ihr auch noch tut. Jetzt aber auch nicht mehr in der Stadt, weil halt durch Corona mir das Flugzeug etwas zweifel geworden ist und ich dann lieber mein eigenes Flugzeug nehme. Aber sonst finde ich den Zug schon immer eine sehr gute Lösung, vor allem weil man auch schnell da ist. Und wenn die Deutsche Bahn auch pünktlich kommt, ist man schneller als alle anderen Verkehrsmittel, die es hier jetzt auf den regionalen Verkehr gibt. Außerdem hat natürlich ein Flugzeug oder es gibt die Linie, die man braucht, aber es ist trotzdem innerhalb Deutschland sind Linie eigentlich nicht sinnvoll, weil da die Deutsche Bahn mittlerweile so gut aufgestellt ist. Und dann würde ich lieber Bahn nutzen als Zug, außer es ist halt wirklich so, dass du mit dem Zug irgendwie 10 Stunden unterwegs bist und mit der Bahn nur mit dem Flugzeug nur 1 oder 2 Stunden. Das ist dann natürlich klar, dass man das dann eher macht. Aber sonst. Und dann kommen wir hier weiter. Wir schauen mal bei dem Mix. Treffen ab 1. Schauen wir Ablauf. Hier irgendwas sehen. Irgendwo wird hier die Geschwindigkeit dem Mix runtergesetzt werden. Hier bauen wir drüber. Nicht schön. Hier sind wir gerade und irgendwo wird die Geschwindigkeit runtergesetzt. Und dann müssen wir wieder selbst fahren. Also wir können jetzt hier, wie gesagt, auf den Zug legen. Wir sehen hier 160 wird angekündigt, aber es ist noch, ja,
über 10.000, über 10.000 Meter von uns entfernt. Wenn ich setze. Wenn ich setze, das ist toll. Und das ist hier oben auf dem Ort. Genau, jetzt auch nochmal die Ankündigung, die ich heute in meinen Apps sehen. Das heißt, das Video wird dann wahrscheinlich schon anders hochgeladen werden. Am 13.12.2020 in der Live-Stream auch schon gesagt habe, wird es demnächst auch ein paar Tutorials geben. Ihr könnt gerne Vorschläge machen, ob ich über mein Schnittprogramm, das ich nutze, ein paar Tutorials machen soll. Über ja, Spiele, wo irgendwelche Einstellungen klar sind. Oder ob ich in, ja, später mal ein paar Baumodus, wie zum Beispiel den Editor erklären soll. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ich würde mich sehr freuen. Demnächst wird es auch auf meinem Kanal den Winterreset von Leiter 2 mit der Complete Edition geben. Das bedeutet, ich werde da wahrscheinlich auch mehrere Tutorials zu den Sandbox-Modus machen, weil wir wollen dann selbst auf diesem oder in diesem Simulator ein RP starten. Und dafür wollen wir uns wahrscheinlich eine selbst zusammengemodelte Map nehmen, weil das für uns sinnvoller ist, als die jetzt schon vorhanden ist, weil da die können wir halt genauso anpassen, wie wir sie brauchen. Da müssen wir uns dann nur an die Pulse halt halten. Und sonst können wir halt auch Lüfte einbauen, die es vielleicht jetzt sonst auf der normalen Map gibt und uns jetzt eher hindern würden. Das ist so, und auch in der Zukunft wird es jetzt mehr Streams geben, da ich jetzt auch wieder aktiv zu Hause oder mehr zu Hause bin, nicht mehr so viel Schulschluss habe. Und dann wird es auch, wie gesagt, hier aktiver wieder werden, weil bei mir geht YouTube bzw. mein Twitch-Kanal geht an ziemlich weit hinten. Vorher kommt auch Familie und auch Schule, da ich dieses Jahr eine Prüfung schreiben werde und ich da nämlich ein paar YouTube-Videos, die für mich eher aus Spaß sind. Und ich beruflich Wind geht für mich meine Zukunft vor. Ich hoffe, ihr versteht das. Wenn nicht, ist es so, dann könnt ihr das Video disliken. Aber es ist meine Meinung. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sagen, wie soll ich Schule gehen. Und deswegen, ich sag mal so, es kann sein, dass ich meine Streamer-Karriere auch weiter verfolge und da mehr machen werde, aber für mich steht im Fokus gerade Schule und das Abitur in 2 Jahren. Von daher, ja. Über Zeit, wenn Schule ist, hier etwas ruhiger werden auf dem Kanal. Das hat man jetzt auch immer gemerkt. Ich habe probiert schon immer, wenn es geht, Streams rauszuhauen. Aber Videos und so, das ist halt wirklich eher was, wenn ich Zeit habe und zu Hause bin, weil das Schneiden ist ein Haufen Aufwand. Und da will ich mir auch Zeit dafür nehmen. Ist das hier, ich bin so einer, der gerne einfach da hochlädt, wenn er die Möglichkeit hat, das zu ändern, wenn ich streame, dann ist es so, ist für mich auch in Ordnung, aber wenn ich hier jetzt hier gerade Aufnahmen mache, will ich, dass die auch ein gewisses Niveau erreichen, um dann auch ein bisschen erfolgreicher zu sein. Meine Streams sind halt wirklich auch eher auf Twitch erfolgreich aktuell und meine Videos hat mir auch gesehen, mein eigenes Video, was ich bisher hochgeladen habe, hat auch YouTube die meisten Aufrufe gesammelt. Und dann ist mir abgenommen, wie sehe ich. Aber da, das macht ihr auch automatisch. Wir müssen uns jetzt an dieser Stelle schon mal vorbereiten, dass wir nicht gleich den Ausblick der Lieber verpassen, der LCP, dass wir einen Zwangskampf bekommen. Man sieht, jetzt kommen sie jetzt schon ab. Und dass wir irgendwas machen, ich mache nichts. Ich habe dann das wieder freigedrückt. Genau. Oh, das wäre leider die Zwangsbombe, wäre das Hilfe geworden. Was ich auch schon sagen kann, dass ich zu Weihnachten, zwischen Weihnachten und Silvester vielleicht ein paar Videos oder kleine Streams geben, weil alles diese Zeit nutzen werde, um einfach mal bitte das Jahr abzuschließen und auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen will und nicht für die ganze Zeit kann den muss ich irgendwelche Spiele suchen oder Spiele, wenn ihr es gesagt habt, immer unregelmäßig Zeit wird wahrscheinlich so sein, dass ich es dann nicht suchen lade.
greift auch mal dieses mehr Magie unter dem Wesen. Was ja nicht so glücklich ist gerade auch. Trotzdem, man merkt schon, dass man jetzt auch die ganze Situation durch Corona da schon ziemlich an den Nerven zehrt, dass man sich dann doch mal eher von Rechnungen irgendwie seine sich einfach mal abzureagieren, anstatt sich mit seinen Eltern und Großeltern zu unterhalten. Ich mache das auch sehr viel, trotz Corona, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass ich auch sehr schwierig zu meinen Großeltern gegangen bin, aufgrund, dass ich eben Angst hatte, dass ich irgendwo vielleicht das Schiff aufgeschafft habe und dann meine Großeltern damit infizieren. Ja. Und das wollte ich halt nicht, deswegen habe ich hier etwas, habe ich meine Großeltern sehr geliebt, die zu suchen, habe sie angerufen und jetzt in den Weihnachtsfeiertagen oder in den Feiertagen und den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester werde ich da mal wieder das hingehen. Deswegen wird es ja eher wenig aktivieren. Jetzt ganz sollte lassen. Was haben wir denn kopiert? Hier sollte ich gleich auf den Kanal kommen, dass es hier vorbei ist. Hier geht es los. Und ich gehe immer noch mal. Ja, den muss ich nochmal runter machen. Wieder jetzt aus dem Team. Ich schalte uns hier wieder auf und los geht's. Um nochmal zurückzukommen auf die Tutorials und auf das RP-Projekt, und zwar wird ich suchen aktuell noch Leute, die den Winter Research Simulator haben und auch das Content Pack haben, besser gesagt das DLC oder die Complete Edition, da einfach da mehr Inhalte zur Verfügung stehen, die man nutzen kann. Wer dann Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. Ich verlinke nochmal mein Discord und auch mein Server, wo ihr mich erreichen könnt. Und ich würde mich freuen, wenn ein paar von euch dazukommen würden. Ich will jetzt auch mal probieren, ein bisschen von CSGO wieder runterzukommen, weil jetzt zwar wirklich viele Sachen mit dem Abzuhalten immer. Und ich will jetzt hier wieder richtig in den Balkon gehen und nicht eher mehr in den Ego-Schüsse. Und ich werde das Video wahrscheinlich heute auch noch am 13. hochladen, wenn ich das schaffe, weil ich gerade bin ich schon 20, 30 Grad noch eine Stunde zum Schneiden. Was haben wir eigentlich komme. Und da, wenn ihr wollt, ich schaue morgen nochmal in die Kommentare, wenn ich es hochgeladen habe. Morgen ist der Fettest noch bis abends online. Wenn ihr nochmal wollt, dass ich einen Stream oder ein Video zur Notruf 1 und 2 mache, schreibt es einfach in die Kommentare oder liked das Video. Und dann machen wir das nochmal. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da einschalten würdet. Und ich werde auch mal einen Twitch verlinken. Da sind die Streams mehr besser. Ich nutze immer noch Mi-Stream, damit ich auch auf YouTube streamen kann. Aber Twitch ist für mich dann eher die Haupt-Website, weil die einfach für Streamer besser geeignet ist. Wenn wir das von mir noch in Luft kommt, machen wir das auch. Ich hoffe, wir kommen mal nicht. Ich bin jetzt auch nicht. Weil mir schon läuft, ich bin dann noch ein bisschen hoch. Da und da ist man auch so. Ich würde sagen, wir lassen uns jetzt einfach so weiterrollen, weil vor dem Atemhauch-Anruf. Ah ne, vor. Oh, der Werkzeug kommt gleich.
wird es keine 500 Leute Spice mehr geben. Von daher können wir da einfach durchrollen. Hoffen, dass wir kein rotes Signal bekommen, weil das wäre echt nicht gut, gerade weil eine Nothalt oder eine Eingangsbremsung natürlich nicht fürs Experiment. Wir speichern mal kurz dazwischen. Wir gehen wieder zurück, wir setzen das rote Signal. Ich sehe auch nochmal aufgrund, dass wir da einfach. Nochmal geschlossen und weiter geht's. Wir nehmen schon mal Fahrt raus. Ich muss mal vorsichtig mal kurz schauen. Auf Discord auf dem Stirnschild habe ich vergessen. Ich schaue, dass ihr das jetzt nicht gesehen habt, aber. Oder wenn es mal kurz warten müsste. So, 120 kann ich mal einstellen. 1,5. Den Liefer noch deaktivieren. Auf 120 ankündigen kann hier, weil hier auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal runtergeschaltet, weil wir haben hier auch das Setup gestellt, was ich vielleicht auch bei den nächsten Fahrten ausblenden werde. Das Problem ist, wenn ich ausblende, wir haben hier kein Fahrplan, das bedeutet, ich weiß nicht, wo ich halten muss, außer ja, schade, dass auch Störungen zu tun mit Neue. Hier nochmal. Man kann hier sehr viel machen, das ist auch manchmal sehr kompliziert, aber ja, wir müssen aufpassen, wir sind vielleicht da, wir können jetzt schon mal da wieder runtergehen, wir werden dann auf 110 weiterfahren. Wir werden jetzt hier auch die Bremsen über die A4 durchführen, da wir dadurch einfach nicht so viele Probleme haben, die wir genau bestimmen können. Dann jetzt gehen wir und jetzt brauchen wir mal 90. Jetzt langsam runter. Kommt jetzt langsam runter, weil wir gleich rotes Signal bekommen und auch anhalten müssen und auch so runterbremsen sollen. So, auf die Füße runter. Und ich habe den 1000 Hertz Paket nicht bestätigt. Jetzt hat es mir nicht aufgepasst. Ja. Wir müssen hier einmal. Da ist was für mich. Fahren wir dann langsam hin. Ja, da wollen wir wieder. Jetzt
sollte ich mich eigentlich vielleicht befreien können. Was habe ich jetzt falsch gemacht? 500 Kerl, 25. Wir müssen jetzt warten. Dass wir keinen Zwangsfamilie mehr bekommen, weil das wäre extrem doof. Und von erstmal weiter. Das ist ja, hier halt. Und da ist die Treppe. Na, ich hab auch noch eine Frage. Thank you.
nur ein Wechsel. Du verwechseln. Oh nein. Ich fand kurz, dass ich keine Schrift, wie es aussieht. Wir können hier einfach mal weiter geht's in Kürzes. Auch nehmen gleich, so wie es aussieht, weil irgendein Kollege auf uns den Damen verspricht und irgendwelche Probleme hat. So hatte ich vorhin Fun-Battle, oder gesagt, das Spiel ja gesagt bekommen. Ich bin auch gerade in Ringwohn an der roten Ampel standen, war am roten Signal, Ampel bei der Straßenverkehr, war halt hier. So. Dann gleich wieder beschleunigen. Ja, hätten wir eigentlich mit 100 beschleunigt können, aber es aussieht. Das ist der Kollege hier, der ja irgendwelche technischen Probleme hat. Ich kann noch nicht beschleunigen. Und dann ist gleich Aachen Hauptmann hoch. Wird natürlich nur sportlich und dann muss ich das sein, als haben wir voll Spielen aufgebaut. Aber das soll ich auch nicht einfach, weil dann sind wir schon gut hier zu spielen, dass halt auch nur durch die Zwangskämpfe und das ist eigentlich nicht zu nahe sein. Da kommen wir jetzt auf Top vielleicht. Und dann können wir wieder auf ja, hier kann ich nicht sagen. Und dann geht's ab und zu von Zielbahnhof Aachen Hauptbahnhof. Und dann ist das auch, oder dann war es auch schon wieder von diesem kurzen Video. 30 Minuten stand da in der Beschreibung. 30 Minuten haben wir dann auch erfüllt. Wir haben gut Punkte gesammelt, trotz der vielen 20 Minuten. Ja, man sieht hier das Signal, ja, hier das Signal bedeutet, dass die Räder rutschen, halt, damit kann man ins Sand in den Spiegel steuern. Und das geht immer auf All. All zu stellen, da ja, bekommst du dann vor dem Trinker das Spiegel stellen. Maximale Geschwindigkeit. Jetzt sind wir wieder fit hier und dann haben wir es auch gleich wieder geschafft. Diese schönen Ort Dorsten hinter dem Schacht. Leider
können wir davon bei uns nicht so viel sagen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie das Wetter gerade bei euch ist. Ob es viel Schnee gibt oder ob ihr auch über uns Warmtemperaturen habt, um die 8 Grad und kein Schnee. Anken für 120. Bei der Kürze und da war die Ankündigung für 100. Wahrscheinlich hier wegen dem Bahnsteig. Also. Und die 70. Und das stimmt. Ich denke, wir hier auch mal den Lesen. Ich würde mich am liebsten bestellen, wirklich hier aus der LZB. Die Schreiben. Das ist nicht, dass er mit seinem Kopf einfach. Also. Hä? Ich bin richtig gefragt. Ich frag mich, was das soll. Schaltet mal die Pizza aus. So. Das war mal wieder irgendwas, ich weiß nicht, was es war. Dass wir jetzt dann Zwangs reinbekommen haben. Klappt. Wahrscheinlich, weil ich die Geschwindigkeitsänderung nicht bestätigt habe. Auf 100. Auch mal auf.
Schalten dann alles runter. Also ja, mit sie wahrscheinlich. Ja, davon ist da jetzt nochmal kurz und halt eine Reise gekommen, das ist natürlich sehr bitter. Aber geht nicht, denn wir fahren schon nicht weiter, weil es ist dann nicht mehr so weit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Wir reisen nun in Aachener Hauptbahnhof mit einer Verspätung von 9 Minuten. Wir entschuldigen diese Bishalte mit mehreren Fehlern auf der Strecke zu tun und technischen Defekten bei einem Zug. Ich hoffe, Sie werden mich bald wieder. Wir wünschen Ihnen noch einen weiteren Tag und bitte denken Sie daran, dass auf dem gesamten Bahnhofsgelände das Tragen einer Nasenschutz verpflichtet ist, genauso wie es bei uns im Zug ist. Nein. Das ist natürlich etwas Traurig. Wir sind kurz bevor es endet, haben wir noch einen Mut zu klären von, hätte er können, das hätte nicht so viel Lade. Und dann noch das Checkpoint Lade. Vielleicht können wir es ja noch besser beenden. Nicht, würde ich sagen, was, wenn wir jetzt hier extrem weit zurückgefallen sind, würde ich sagen, denken wir das. Obwohl, wir sind. Doch. Das ist schon ziemlich weit, ne? Also, das würde ich nicht unbedingt wollen, nochmal so weit zu fahren. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und sagen, wir irgendwie fahren es einfach mal, weil wir sind ziemlich weit zurückgeschmissen worden. Haben wir es also nicht geschafft, und wir haben es geschafft, sind dann dort ein rotes Signal aufgehalten worden, dass wir noch nicht modifiziert, vielleicht der Spieler von mehreren rotes Signal überfahren hat, danach der Spiel sofort 80. Wenn es mir da irgendwas anderes macht dafür. Trotzdem danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch hat das zweite Video auf meinem Kanal gefallen, dass es kein Livestream-Video war. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, wenn ihr streamt oder ich streame. Vielleicht streamen wir ja auch morgen mit dem neuen Update. Ich habe ein neues Feature hier auf dem Notruf Discord. Sie wissen schon, was es ist. Für die, die nicht drauf sind und einfach nur zuschauen wollen. Den verrate ich nicht, die werden es, wenn ihr es wollt, natürlich morgen im Stream erfahren. Ansonsten werde ich morgen entweder CSGO oder Minecraft streamen, das weiß ich noch nicht genau. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ciao, ciao, euer Jürgen Let's Play.